A lot of people worried about the heart these days. They worry, worry, and worry, but they're eating all kinds of things that could play a role in affecting their heart. Machst du dir Sorgen um dein Herz? Fragt Anthony in einem Instagram-Video und er sagt, heutzutage machen sich viele Menschen Sorgen um ihr Herz. Sie machen sich Sorgen, Sorgen und Sorgen. Aber sie essen alle möglichen Dinge, die eine Rolle bei der Beeinträchtigung ihres Herzens spielen könnten. Dann erklärt er, yeah, the more fat we eat, the more difficult time the heart has as we get older. I know that's tough to hear because you hear fat's good for us. We need fat. Everybody should be eating lots of fat. Well, basically, that's just permission to get a sick heart down the road. So here's how it works. Your liver is the start of your heart problem. So anybody's heart problem starts in the liver. Regardless of what it is in the heart, it starts from the liver. Unless someone comes into this life, they're born with a heart condition right off the running. But if they've lived their life, everything's been going good, they get older and they get a heart condition, it starts from the liver. So here's how it works. Er sagt, es funktioniert so. Je mehr Fett wir essen, desto mehr Schwierigkeiten hat das Herz, wenn wir älter werden. Ich weiß, es ist hart zu hören, denn man hört, dass Fett gut für uns ist. Wir brauchen Fett. Jeder sollte viel Fett essen. Nun, im Grunde ist das nur die Erlaubnis, später ein krankes Herz zu bekommen. Deine Leber ist der Ausgangspunkt für deine Herzprobleme. Das Herzproblem eines jeden Menschen beginnt also in der Leber. Unabhängig davon, was es im Herzen ist. Es beginnt in der Leber. Es sei denn, jemand kommt von Geburt an mit einem Herzfehler auf die Welt. Wenn du dein Leben gelebt hast und alles gut gelaufen ist, du älter wirst und ein Herzleiden bekommst, geht es von der Leber aus. Deine Leber ist der Filter, dein Herz ist die Pumpe. Dein Herz pumpt das Blut, dieses Blut wird durch die Leber gesaugt. Es ist wie ein Fischtank. Du hast einen Filter im Aquarium. Der Filter sitzt dort und filtert das gesamte Wasser im Aquarium. Dein Herz pumpt, pumpt, pumpt. Im Laufe der Jahre werden also Gifte und verschiedene Arten von Giften aus Lufterfrischern, Parfüms, Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und allem, womit wir heutzutage konfrontiert sind, in der Leber gefiltert, einschließlich Krankheitserregern. So gelangen auch kleine Ungeziefer in die Leber, Bakterien, Viren, verschiedene Krankheitserreger. Aber hier ist das eine andere Sache. Und alles, was wir essen, enthält Fett. Und zwar jede Menge offenkundige Fette, egal ob sie pflanzlicher Herkunft sind, Nussbutter. Und wir verwenden Öle. Ob die Leute tierisches Eiweiß essen oder ob sie Steak essen, was immer es ist. Selbst wenn sie Milchprodukte essen, ist das schon Fett. Wenn sie also immer mehr Fett zu sich nehmen, auch wenn es nur ab und zu ein Hotdog ist oder eine Pizza. Was auch immer es ist, all das Fett, das die Menschen mit ihrer Ernährung in ihrem Blutkreislauf aufnehmen, gelangt in die Leber. Und was passiert, ist, dass dieses Fett das Blut verdickt. Das Herz muss also sehr, sehr stark pumpen. Es muss also sehr viel pumpen. Und wenn es das tut, all das Pumpen, übt es Druck und Stress auf das Herz aus, während die Jahre vergehen. Dadurch wird das Herz geschwächt. Eine andere Sache, die mit all den Fettansammlungen in deinem Blutkreislauf passiert, ist, dass es sich anfängt zu sammeln. Ja, sogar gesunde Fette beginnen sich im Inneren der Arterien und Venen anzusammeln. Auch das ist eine Folge davon. Mit der Zeit wird die Leber also verstopft. Wir bekommen eine Fettleber. Selbst wenn wir nicht wissen, dass bei uns eine Fettleber diagnostiziert wurde, bekommen wir trotzdem eine Fettleber. Es kommt zu Fettablagerungen in den Arterien und Venen und das Herz pumpt immer stärker, was zu hohem Blutdruck führt. Am Ende haben wir hohen Blutdruck. Und dieser hohe Blutdruck ist ein Hinweis darauf, dass wir eine Ablagerung haben, auch wenn der Arzt sie nicht sehen kann. Wenn der Kardiologe die Ablagerung nicht sehen kann, heißt das nicht, dass sie nicht da sind, denn sie sind da. Sie befinden sich in der Leber und in den Arterien und Venen.
Das Herz muss nun immer mehr arbeiten, um das Blut jeden Tag zu pumpen. Mit der Zeit ist der Filter also verstopft. Es gibt viele Fette in der Blutbahn. An den Wänden der Arterien und Venen kleben Fette und das Herz versucht, das Blut anzusaugen, was das Herz immer mehr belastet. Und so bekommen wir schließlich Herzprobleme. Das ist die Grundlage, weshalb wir Herzprobleme bekommen. Es gibt auch andere Probleme, die mit dem Herzen passiert sind, die durch Erreger verursacht wurden. Aber hauptsächlich überlasten wir die Leber, wir überlasten die Arterien und Venen, die sich mit Fett füllen. Wir füllen den Blutkreislauf chronisch mit Fett auf. Und wir haben diese Pumpe, die Überstunden macht und Überstunden macht. Und am Ende haben wir ein Problem mit hohem Blutdruck oder eine andere Art von Herzproblem. Den Link zum Originalbeitrag findest du unter diesem Video.